Musik hat eine Form, die Musik ist laut und leise, die Musik hat ganz, ganz viele Vorgaben. Und wenn man das, also ich versuche das spielerisch den Kindern näher zu bringen, diese ganzen Regeln, die die Musik hat. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Regeln. Und da können sie fürs Leben lernen. Es geht um Konzentration, es geht um einen Fokus haben. Es geht um eine Sache machen und eben nicht abgelenkt werden durch tausend andere Dinge. Und da bietet die Musik eine riesige Palette. Die Lehrer, die hier unterrichten, spielen immer. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil diese Energie, das überträgt sich eins zu eins auf die Schüler und Schülerinnen. Ich denke mir meistens, wenn mein Vater mir sagt, ja, jetzt musst du üben gehen, dann denke ich mir, oh, nicht schon wieder. Aber wenn ich dann spiele, dann gefällt es mir meistens sehr gut. Ich finde Üben auch manchmal ziemlich anstrengend. Aber es ist halt auch immer cool, wenn man sieht, wie man sich verbessert hat von jeder Stunde. Und das ist dann halt auch, dann, das motiviert auch. Als ich als Kind war, war für mich die beste Erfahrung, im Orchester zu spielen und die Geige, die älter waren als mich, als ein Vorbild zu haben. Und jetzt bin ich in die Rolle, diese Vorbild zu Kindern zu sein, und das freut mich sehr. Unser Begriff Musikvermittlung basiert eben auf diesen drei Säulen: Unterricht, Konzert und Konzertpädagogik und Projekte. Die Musikvermittlung ist deshalb so spannend, weil aus nichts was geschaffen werden kann. Und da können wir wirklich die Kinder dann neugierig machen und gierig und hungrig nach mehr. Und das ist eigentlich unser Ziel. Thank you.
Musik.